Ich brauche keine große Auswahl. Ich benutze überwiegend fast nur Make-up-Coach-Pinsel. Das ist der Schlupfi-Puschel, mit dem gehe ich in die Lidfalte und mache immer mein Augen-Make-up. Dann kommt der Lidschattenpinsel Nummer 2. Damit gehe ich unter die Augenbraue, weil der da einfach perfekt ist und auch um so ein bisschen noch was auszugleichen. Der ist so ein bisschen länglich. Dann kommt der Lidschattenpinsel Nummer 3, der ist perfekt für Concealer, weil er kurz gebunden und rund ist. Und dann kommt der Lidschattenpinsel Nummer 1, mit dem kann man einfach ganz perfekt cremigen Lidschatten verblenden. Dann haben wir noch das große Kino, der ist schön weich, schön fluffig und damit kann man zum Schluss nochmal rüber und alles wunderbar verblenden.